So, Leute, willkommen zurück zu. Hier. Pokémon Let's Go Evoli. Ich habe seit gestern was gegessen und jetzt geht's hier direkt weiter. Wer bist du denn? Ich verrate dir, was. Um einen Kampf zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Oder ein gutes Pokémon. Das ist so die Möglichkeit, die ich nehme. So, jetzt habe ich das Problem. Ich habe natürlich mein Handy. Ich hoffe, es fängt jetzt nicht wieder an zu rauschen. Dieses Headset macht irgendwie ein paar Faxen in letzter Zeit. Nicht, dass ich mir da jetzt mit den ganzen Reisen zwischen dem Ort meiner Freundin und zu Hause jetzt irgendwie einen Kabelbruch zugezogen habe. Das wäre natürlich ganz doof. Und wir kämpfen gegen Blitzer. Dagegen machen wir das nicht. Oh Gott, ich sehe gerade, ihr habt da meine... Das geht so überhaupt nicht. Da muss ich... So, es tut mir leid, dass hier ein Schnitt drin war. Da hat das Bild nicht gepasst, weil meine Taskleiste dummerweise sich gedacht hat, ich blende mich mal einfach nicht aus. Weil im Vollbildmodus muss man sich ja auch nicht immer ausblenden, ne? Ist ja nicht so, als ob Vollbild bedeutet, dass man alles sieht. Dämliches Ding. Aber gut. Jetzt ist ja alles wieder okay. Und ich habe seit 3 Stunden den Timer laufen. So, jetzt, ab jetzt ist alles wieder wie gehabt. Oh, und draußen regnet es. Das ist schön. Ich glaube, ich mache das Fenster auf. Professionell ohne Ende, ne? Aber das Schöne ist, dank meinem Headset kann ich ja hier rüberlaufen und ihr hört mich immer noch. Und ich sehe ja trotzdem, was passiert. Meine Wohnung ist ja zum Glück nicht so groß. Das ist wirklich sehr, sehr gut. So, ich sollte aber auch weiter drücken. Ich habe sogar mein Getränk zu kommen. So, ich hoffe, man hört mich noch anständig. So. Ja, unprofessionell ohne Ende. So, ein Rihorn ist natürlich für uns kein Problem. Auch wenn es Level 35 ist. Aber wir sind gar nicht mehr vom Level so hoch. Also wir haben uns ja... Levelvorteil geholt und der ist jetzt vorbei. Aber es sind auch nicht so die Pokémon, die ich jetzt in Massen fangen wollte hier. Ich einfach. Nee. Mautzi sind so süß. Maut, Maut, Maut. Katzen sind allgemein sehr, sehr süß. Wer von euch hat Katzen? Ich weiß von einem Freund von mir, die Katze heißt sogar Mautzi. Wirklich wahr. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen Verniedlichung von Mauts ist, wegen Katze, oder ob das wirklich an das Pokémon angelehnt ist, aber ich weiß, er ist ein sehr großer Pokémon-Fan. Also wäre es durchaus möglich, dass die Katze tatsächlich wegen dem Pokémon so heißt. Und ich finde das völlig legitim. Also ich finde, man darf eine Katze ruhig auch Mautzi nennen. Ja, ist kein Problem, wenn wir da ein bisschen Schaden nehmen. Aber bald müssen wir Gyarados heilen. Aber es ist jetzt auch schon Level 34. Als nächstes kommt wieder ein Mautzi. Wer hätte das gedacht? Ich bin es nicht mehr gewohnt, so viel am Stück aufzunehmen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Halsschmerzen. Früher habe ich ja gerne mal irgendwie ein paar Stunden lang Videos gemacht, aber so mit meiner Freundin ist das ein bisschen, ja, ich sag mal, in Vergessenheit geraten, dass ich einfach irgendwo sitze und mal für ein paar Stunden aufnehme. Wir zeigen uns gerade gegenseitig Pokémon. Willst du überhaupt mitmachen? Dann zeig mal deine Pokémon her. Pikachu. Ja, komm. Wenn ja das. Also, Cory verliert, dann verliert er. Sie. Wie auch immer. Ja. Ich habe gehofft, wir sind zuerst dran. Weil wir ja einen Levelvorteil haben, aber es hat leider nicht gereicht. Aber ich bin.
bin mal auf den weiteren Spielverlauf gespannt. Es hat sich ja jetzt so storytechnisch ein paar Änderungen zum normalen Rot und Blau ergeben. Allein schon, weil wir die Helden und jemanden, der vom, oder eben den Kontra-Helden, den Antagonisten hier gesehen haben. Und eben jemanden von der Top 4. Nämlich wir haben Blau getroffen. Wie grausam, dabei sind meine Pokémon doch alle so niedlich. Ja, rette dich nicht. Also, wir haben Blau getroffen und wir haben, hier, wie heißt er? Ja, wie heißt sie? Lorelei haben wir getroffen. Während ja zum Beispiel in Johto dann man auf Siegfried trifft, bevor der Top 4. Wobei er ja dann, glaube ich, in Gold-Silber-Champ ist, ne? So. Oder war er überhaupt Champ? Normal trifft man ja immer dann zuletzt nochmal auf den Rivalen. Ich weiß es nicht mehr, es ist schon so lange her. Es ist wirklich schon echt ein bisschen her. Gold, Silber müsste ich auch mal wieder spielen, aber es fehlt einem halt immer die Zeit. Und deswegen bin ich froh, dass hier dieses Remake dann angekündigt wurde. Ein erneutes Remake, muss man ja dazu sagen, weil Heart Gold, Soul Silver gab es ja auch. Aber ich muss sagen, ich habe Gold und Silber nie so extrem gespielt, wie ich hier... was ich gespielt habe. Riesenpilz. So, Fusseln wird nicht zurückgelassen. Du noch. Lernen macht Spaß. Pokémon zu trainieren aber auch. Lernen macht keinen Spaß, Leute. Lasst euch das von mir sagen. Ich meine. So, mein. Fenster und so, ist ganz schön Wind draußen. Ich bin ja wirklich jemand, ich studiere. Ich bin jetzt nicht doof und ich kann auch Nachhilfe geben und sowas, aber Lernen macht keinen Spaß. Ich meine, es ist cool, was zu wissen, aber es ist trotzdem nicht lustig. Ihr versteht, was ich meine. Also, man sollte lernen und man sollte sich Mühe geben, in der Schule, in der Uni, wo auch immer. Aber man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass es wirklich Spaß macht. Und ich finde, man sollte auch niemanden belügen. Man sollte niemandem sagen, ja, das macht alles unheimlich viel Spaß, weil das tut es nicht immer. Es gibt manchmal Momente, in denen was Cooles ist und dann interessiert man sich dafür. Aber es gibt auch viele Momente, in denen es einfach langweilig ist. Das heißt aber nicht, dass man damit aufhören sollte, weil, ja, man kann mit den Sachen, die man lernt, dann coole Sachen machen. Wie zum Beispiel, in der Nähe von Brismania City wurde ein riesiges schlafendes Pokémon gesichtet. Angeblich ist es nicht der einzige Tagträumer seiner Art in der Kanto-Region. So, hier müssen wir mal Evoli im Auge behalten. Hat es eben im Schweif gewedelt? Nee. Aha. Ein Trank. Was wollte ich sagen? Achso, ja, mit den Sachen. Ich zum Beispiel studiere Informatik und ich habe mir auch schon coole Sachen und auch hilfreiche Sachen. Hm? Warum ist es traurig? Fusseln sieht sich nervös um. Möchtest du es ansprechen? Ja. Es scheint ein wenig beruhigt zu sein. Ja, ich wollte aber eigentlich gucken, ob Evoli hier einen Ausschlag hat. Aha, hat es. Super Lockparfüm. Sehr schön. Perle. Ja, Evoli ist echt gut im Sachen finden. Und wie gesagt, mit dem Zeug, das ich programmieren kann, das ist echt super. Das hilft einem so viel. Ich habe auch schon in der Uni so ein bisschen geschummelt, weil da hatten wir so Rechnungen in Mathe, wo ich mich immer dann nach der so und so vielsten Rechnung irgendwo vertan habe. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich schreibe mir ein Programm, das für mich macht. Das Einkaufscenter von Brismania City ist so praktisch, weil es viele Waren im Angebot hat. Gehst du oft dahin? Nein, ich bin jetzt zum ersten Mal da, aber ich freue mich trotzdem dort zu sein. Weil theoretisch, wir könnten ja unser Vulpix tatsächlich entwickeln. Oh, es hat was gefunden. Fusseln hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Eine Nanabeere.
findest ein Elixier. So, Astrainer. Hey Duda, lass mal hören, wie viele Arena-Orden du schon gesammelt hast. 3 und ich will meinen 4. haben. Ach Gott, falsch. Da können wir wieder mit Cory nichts erreichen. Ja, Tausch. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht, also... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich weiß eigentlich nicht mehr... Ich bin komplett durch. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Schlaf. Ich habe heute Morgen wirklich nicht gut geschlafen. Ich habe 7 Stunden geschlafen und irgendwas hat mich geweckt und dann konnte ich nicht mehr einschlafen. Es hat gepasst, dann muss ich eh irgendwann los. Mal gucken, morgen habe ich erst nachmittags Uni. Wehe, ich werde morgen wieder geweckt. So, jetzt kann Cory punkten. Jetzt kommt der große Moment und Andy muss auch eigentlich mal wieder kämpfen. Wir müssen mal einfach hier wilde Pokémon zuhauf fangen. Beziehungsweise morgen für euch, ja, für euch morgen. Kommt das schon wieder hin? Nee, noch nicht ganz, übermorgen müsste es für euch sein. Ja, weil sonst ist es genau eine Woche später, aber ich weiß noch nicht. Nee, was für einen Tag habt ihr? Ach, keine Ahnung. Ja doch, das müsste heute Mittwoch sein. So, jetzt liegt das Dictrium. Dictrium wurde besiegt. Als nächstes ein Jurob. Ist das Eis oder ist das Eis Wasser? Ich versuch's. Ich meine, es wäre nur Eis. Aber wahrscheinlich ist es Eiswasser. Weil ich meine, Rosana wäre aus der ersten Generation das einzige Eis-Pokémon, das nicht als Zweityp Wasser ist. Aber ich kann mich irren. Es beherrscht Wasser, dieses ist Wasser. Wenn wir jetzt sehen, ob Flammenwurf sehr effektiv ist. Nee, nicht sehr effektiv, genau ist es. Warum nicht sehr effektiv? Feuer ist auf Eis sehr effektiv. Und auf Wasser nicht sehr effektiv. Das bedeutet, an sich müsste es eine Nullrunde sein. Warum ist es jetzt... Ist Jurob nur Wasser? Ist Jurob noch gar nicht Eis? Das jetzt nach. Leute. Das gucke ich jetzt hier in meinem schlauen Pokédex, alias mein Handy, nach. Mein Handy ist mal wieder Highspeed. Jurob. Es ist nur Wasser. Ha. Okay, dann ist das wohl mein Fehler. Und wir fangen uns hier ein paar Pipis, damit wir ein paar mehr von den HP-Bonbons kriegen. Pipis sage ich schon, komm los. Oh Gott, was macht es denn da? Hey. Wirst du wohl? Lass das! Werf hier alle Pokébälle, die wir haben. Komm, Luft, mach mich nicht wütend. Du bist nur Level 26. Wenn ich mein Gyarados hole, bist du tot. Ich schick dich zu Professor Eich. Du kommst in Schredder, das sage ich dir. Nein, hier werden sie ja tatsächlich nicht geschreddert. Aber... Ich schick dich zu dem Professor Willow aus Pokémon Go. Da wirst du geschreddert. Da kommst du in den Fleischwolf. Das sage ich dir. Ein Energiebonbon plus plus. Na gut. Doppelplus ist leider nicht so toll, wie man sich das eigentlich denkt, weil Doppelplus bedeutet gleichzeitig auch ein bisschen den Nachteil, weil wir es erst auf Level 60 anwenden können. Yo!
aber ich will die Pummeluff halt weiter fangen für die Bonbons. Einfach bloß, damit wir Bisaflor ein bisschen besser kriegen. Weil wo wir Bisasam fangen, weiß keiner. Also wisst ihr bestimmt, weil viele haben das Spiel ja schon durch, aber wir halt noch nicht. Und ich hätte auch gern die Erfahrungspunkte. Shiny Pummeluff wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Einfach bloß Erfahrungspunkte. Hat das gerade böse geguckt? Na, schade, ich habe gehofft, es wäre schon einfach fabelhaft. So, was ist eigentlich mit meinem Timer? Den sollte ich vielleicht mal aufmachen. Aha. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Bonus-Multiplikator mal 4, 300 Erfahrungspunkte und zweimal Pummeluff-Bonbon gekriegt. Das nützt uns halt nichts, wenn wir keinen Pummeluff stärken wollen, sondern die anderen. Nee, Brüller wollen wir nicht. Aber unser Dings wollte ich eigentlich schon stärken. Unser Fusseln. Tauburger, du nützt mir halt nichts, weil du keine KP-Bonbons kriegst. Am besten wäre es eigentlich, wenn wir uns die Chanera holen. Denke ich mal. Aber ist ja eigentlich wurscht, ne? Das fragt sie ja jetzt nie. Sind die Pokémon von Interesse alle weg? Jetzt können wir auch hier oben hingehen. Oder habe ich da gerade irgendwas gesehen? Nee. Eine kleine Straße zwischen zwei Städten. Ach, Route 7 hat ihren ganz eigenen Charme. Oh, hallo, bist du bereit? Ja, ich will kämpfen. Na dann, wie wär's mit etwas Musik? Dieses Stück nenne ich Pokémon-Kampf. Ja. Das ist die richtige Musik. Mit deinem Porenta. Ist das ein Shiny? Shiny Porenta? Oder war das immer schon so silber? Ich dachte, das wäre mehr dunkelbraun, aber ich meine, die hätten den Ton auch mal nachträglich dunkler gemacht mit der Zeit. Heller meine ich. Aber es wirkt ein bisschen shiny. So, wen hat er noch? Oh, Knuddeluff. Okay, komm, Siedewasser. Verbrüh dich. Bringt nicht so viel. Fassade. Ich glaube, ich weiß, was für einen Move er uns schenkt. Ach, verdammt, das ist ja eine Fee, ne? Das heißt, unser Dings hat überhaupt keine Wirkung. Cobby, wach auf! Ah. Er hat uns dazu gezwungen, aufzuwachen. Oder seine Liebe hat uns dazu gezwungen, aufzuwachen. Oh, und die Kaskade hat nicht gereicht. Ja gut, wir müssen dranbleiben. Komm, das kriegen wir und die komische Lauchente da hinten, die hauen wir auch weg. Erinnert sich noch irgendjemand an Part 500 mit Matt Baron? Von TCG? Wahrscheinlich keine Sau. War sehr, sehr lustig. Wenn ihr es nicht gesehen habt, würde sich vielleicht lohnen, nochmal anzugucken. Ich glaube, wir tauschen mal lieber aus, bevor es zu schlimm wird. Ich weiß, wir haben dann noch ein Flug-Pokémon, aber ich bin mir sicher, Andy wird damit fertig. Man muss auch mal mit großen Gefahren fertig werden. Und ich finde es ja lustig, dass theoretisch Let's Go offenbart hat, dass Bisaflor ja eigentlich mehr so ein Frosch ist, weil es wie ein Frosch hüpft. Nicht, wie viele vermutet haben, mehr so wie so ein Dinosaurier rumstapft oder wie es im Anime war, sondern hüpfen wie ein Frosch. So, Porenta, ja komm, zur Sicherheit. Wir wollen jetzt nicht, dass noch einer drauf geht. Da kann Vegeta sich drum kümmern. So, Lauchente. Porenta, du wirst jetzt der Braten. Ich würde ja sagen Weihnachtsbraten, aber der Zug ist abgefahren. Bis zum nächsten Weihnachten ist noch ein bisschen hin.
Was für eine wundervolle Melodie. Ja, Pokémon-Melodien sind immer schön. Danke für diesen tollen Kampf. Dafür bekommst du das hier von mir. Fassade. Wer hätte das gedacht? Mit TM12 können deine Pokémon Fassade erlernen. Setze ein Pokémon Fassade ein, während es von einem Statusproblem betroffen ist, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Ja, war es bei dir leider nicht. Du hast die Attacke einfach bloß gespammt. Das ist nicht der Sinn einer solchen Attacke. Lass mich in Ruhe. Ich will dich nicht. Ich will keinen Radfratz. Wir haben genug Flottbonbons verbraucht. Ah, es ist wirklich schön, wieder hier zu sein. Es gibt einem doch so das alte Gefühl wieder, das man hier hatte. Du findest einen Nugget. So, wollen wir mal hier reingehen? Hier kriegt man ja normal das Evoli. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier oben ist. Da haben sie sich doch bestimmt irgendwas überlegt. Sieht aber schick aus hier oben. Knuddler findet man jetzt hier. Okay. Es steht zwar auch draußen auf dem Schild, aber es gibt nichts, was ich nicht weiß. Ich weiß zum Beispiel, dass in jeder Nintendo Switch-Konsole eine eigene kleine Welt existiert. Also los, verbinde dich mit deinen Freunden und tausche ihnen Pokémon, was das Zeug hält. Das ist doch mal ein Wort. Und ich würde sagen, wenn der uns das so sagt, dann wird es Zeit, dass wir jetzt ein bisschen Zeit für Freunde haben. Ihr auch. Außer ihr wollt noch mehr Projekte von mir gucken, die heute noch rauskommen. Aber ansonsten, lasse ich euch jetzt mal ein wenig Zeit für eure Freunde. Ihr lasst mir aber vorher am besten noch ein nettes Kommentar da. Ich habe ja gefragt, ob ihr Katzen habt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wäre nett, wenn ihr mir auch einen Daumen nach oben da lassen könntet. Weil über solche Sachen freue ich mich immer. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir Prismania City erkunden. Also, bis dann, euer Wolf.